Moin Leute, ist noch recht früh bei uns, 6 Uhr. Wir fahren jetzt los nach Tschechien zu Bierzone, denn da bin ich nach 3 Jahren, 3 Jahre habe ich jetzt ausgesetzt. Diesmal sind wir wieder mit dabei, mit Kamera am Start, mit André am Start und Sascha. Und ja genau, wir begleiten das Event, ich zocke auch mit, dann nehmen wir euch mit hin. Ja Mann, und jetzt haben wir noch 6,5 Stunden vor uns, Auto fahren, also müssen wir jetzt reinhauen. Mühle, Mann, noch 1 Stunde 50 noch. So, wir sind gut durchgekommen. Kein Stau, kein gar nichts eigentlich. Echt wenig Verkehr. Jetzt ist es am Regnen, aber wir sind seit 500 Meter in Tschechien. Das heißt, von hier aus jetzt noch knapp eine Stunde. Nee, nicht mal. 30 Minuten noch. Ja. Dann sind wir gleich auf dem Gelände und dann melden wir uns am Gelände wieder, oder? Ja. Vorher nicht mehr. Bis gleich. So, jetzt sind wir angekommen. Jetzt ist hier eine kleine Schlangenbildung. Wir laufen jetzt zur Anmeldung vor und registrieren uns. Und dann kommen wir wieder zurück zum Auto. Das Mütje. Hi. Marcel. Komm mal mit, wir gucken mal, ob ihr da hinten noch hinpasst. Cool. Was ist denn das? Rückwärts neben dem blauen. Das soll da reinfahren? Das wird nichts, glaube ich. Also nicht, dass ich nicht gut auffahre, aber das, darum. Ja, also ich kann mich hier reinwurschen, wenn ihr das will. Schotterpiste, ihr sollt auf die Schotterpiste. Die ist geradeaus raus runter. Ja? Ja. Und dann geht's rechts runter. Da kommt ihr am Saloon unten raus. Ah, cool. Ja? Alles klar. Viel super. Spaß. Ich danke. Geradeaus rechts gibt's eine Schotterpiste. Wisst ihr, wo die ist? Schotter, ja. Ja. Hier runter wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung. Ihr seid das Ende der Fahnenstange hier, ne? Okay. Jetzt haben wir am Parkplatz vielleicht. Mal gucken. Ja, wir sind jetzt hier. Wir haben auch einen Parkplatz gefunden. Die waren alle sehr nett. Ja, wie gesagt, ist eine Menge los hier. Ne? Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber die haben offensichtlich eine ganz schön lange Straße hier zur Verfügung. Ja, jetzt laufen wir mal runter zum Eventbereich. Jetzt stehen wir hier auf der Straße. Da unten sieht es so aus, als wenn es da was zu essen gäbe. Da gehen wir mal runter. Wir besuchen jetzt den Kono Store. Aber ich glaube, das wird am ganz anderen Ende sein. Hey, 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 was geht, ey? Alles frisch, Mann? Ja, Mann, bei uns. Wir gehen zu Kono. Komm, wir gucken mal vorbei. Nick, was ist denn das? Das ist die Waffe, die ich bei Kono gekauft habe. Ich habe schon angeteasert, ne? Ja. Das heißt, die wissen schon Bescheid. Jetzt zeigen wir euch, welche das ist. Hallo! Nein, ich hab's aufgegeben, ey. Die schmeißen mir da alles rein. Ja, immer sind die anderen. Ja, nee. Also. Ja, danke. Die ist ja noch nicht so fabrikneu, ne? Die hast du aber nicht irgendwo hier gekauft. Ich hab geklaut. Ich hätte vorher auseinanderschrauben müssen. Ja. Tada! Korrigier mich, HK416 A5, ne? Ja, Rad 8000. Rad 8000, genau wie das G28. Ja, ich bin jetzt glücklich über die Waffe. Jetzt werde ich die morgen spielen hier. Dann werde ich den Bierdiem heißen, ne? Das weiß ich natürlich, weil ich vorbereitet bin. Ich werde den Bierdiem jetzt ordentlich einheizen. Kommt das überzeugend rüber? Nein? So, wir gehen jetzt zu WSS Berlin. Die Jungs sind seit dem ersten Dark Merchants hier mal bei uns. Dann sagen wir jetzt mal Hallo. Ich wollte mal guten Tag sagen. Ja, jetzt geht hier die Bühnenshow los. Da vorne steht ein vermummter Mann. Sieht aus wie der Tod. Gleich ist hier auch Sense, ich gehe früh schlafen und morgen früh raste ich hier komplett aus. Ne? Da gebe ich alles. Im Anbeginn der Zeit als erster Hopfen und Malz noch in Zwietracht herrschten. An Tagen wie diesen. Das Spiel läuft bereits, wir sind ein bisschen spät dran. Haben jetzt noch die 416 A5 nachgekront. Darf ich? So. So, damit gehen wir jetzt mal ins Feld und versuchen wir unser Glück. Also geben wir am besten jetzt mal Gas. Admittedly, there's a risk in any course we follow other than this. But every lesson of history tells us that the greater risk lies in appeasement. And this is the specter our well-meaning liberal friends refuse to face. That their policy of accommodation is appeasement. And it gives no choice between peace and war, only between fight or surrender. If we continue to accommodate, continue to back and retreat, eventually we have to face the final demand, the ultimatum. And what then? When Nikita Khrushchev has told his people, he knows what our answer will be. He has told them
that we're retreating under the pressure of the Cold War, and someday, when the time comes to deliver the final ultimatum, our surrender will be voluntary, because by that time, we will have been weakened from within spiritually, morally, and economically. He believes this because from our side he's heard voices pleading for peace at any price. Or better red than death. Or as one commentator put it, he'd rather live on his knees than die on his feet. And therein lies the road to war. Because those voices don't speak for the rest of us. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. If nothing in life is worth dying for, when did this begin? Just in the face of this enemy? Or should Moses have told the children of Israel to live in slavery under the Pharaohs? Should Christ have refused the cross? Should the patriots at Concord Bridge have thrown down their guns and refused to fire the shot heard round the world? Where then is the road to peace? Well, it's a simple answer after all. You and I. So, ich bin umgezogen. Wer ist denn jetzt was? Um 21 Uhr gibt es die Siegerehrung. Mal schauen, wer gewonnen hat. Ich habe noch nichts gehört. Andreas, du hast gehört? Nee. So, ich denke mal, wir haben gewonnen. Klar. Nee, weiß ich nicht. Also, wir gehen jetzt noch ein bisschen was futtern. Und in einer Stunde hören wir uns an, wer gewonnen hat. Und dann fahren wir heute Abend auch wieder nach Hause. Denn morgen ist kein Spiel mehr und deswegen reisen wir heute schon ab. So, Leute, die Veranstaltung ist fast vorbei. Gerade gab es die Siegerehrung. Ja, die Bierdiebe haben gewonnen. Meine Partei hat verloren, also an der ich mitgespielt habe. Leider. So, vor uns ist jetzt rum. Ich bin mega fertig, deswegen werde ich heute auch nicht mehr Auto fahren. Wir schlafen jetzt nochmal hier in der Nacht. Fahren dann morgen früh recht früh los und dann melde ich mich aus dem Auto nochmal zurück mit meinem Fazit, wie ich die Veranstaltung gefunden habe, wie ich mich körperlich fühle. Ja, und das gebe ich euch morgen zum Guten und bis dann. Tschüss. So, Leute, 5 Stunden Autofahrt hinter uns. Wir sind gleich zu Hause, haben noch ungefähr 50 Kilometer vor uns. Ja, ich bin komplett durchgefahren, deswegen bin ich auch jetzt hundemüde. Kurzes Fazit zur Bierzone von meiner Seite. Ich habe mega Spaß gehabt. Hab endlich mal wieder Airsoft gezockt nach sage und schreibe 3 Jahren. Hab erstaunlich lange durchgehalten, hätte ich nicht erwartet. Ich habe auch nicht meine Systema gespielt, mit der ich dann sonst immer gezockt habe, sondern meine neue HK416 A5. Mordsding, GBB, alter Schwede, das Ding hat richtig geballert. Ne? Also ich habe auf jeden Fall jedes Mal ein Grinsen im Gesicht gehabt. Ich denke, wir werden zukünftig öfter nochmal rausfahren und erst auf zocken. Sagt einfach mal irgendwie in den Kommentaren, schreibt doch mal rein, was ihr davon haltet. Wir fahren jetzt die restlichen Kilometer noch und dann gehe ich erstmal eine Runde Haier machen und dann sehen wir uns nächste Woche. Hallo, wir wollen das Gewinnspiel doch jetzt auslosen. Komm, geh mal runter, Moss. Geh mal runter. Du bist fein. So, da bin ich wieder und wie versprochen losen wir jetzt das DE6-Gewinnspiel aus und dafür gucken wir uns einfach mal die Kommentare an. 153 Kommentare gab es insgesamt und da wählen wir jetzt zufällig einen draus aus. Das mache auch nicht ich, sondern unser Zufallsgenerator. Randomly pick winner. Oh, das ist aber ein langer Text. Marco Ritter hat geschrieben, hi ihr AS-Helden und natürlich AS-Heldin. Hallo Marco Ritter. Ich würde mich tierfreuen, wenn ich das Ticket gewinnen würde, da ich bei der DE5 meinen ersten Hochzeitstag hatte. Och, wie süß. Und ich dank euch und meinem Team den geilsten Tag ever erleben durfte. Und auch wenn die DE6 nicht auf dieses Datum fällt, wären die Tage bestimmt genauso genial. Ich hoffe, wir sehen uns. Gruß, euer Marco. So, herzlichen Glückwunsch, Marco. Wir freuen uns. Und wichtig ist jetzt, dass du dich bei uns meldest. Also schreib uns über Facebook oder über das Kontaktformular von der Homepage. Nimm du einfach Kontakt zu uns auf und dann klären wir das alles mit dem Ticket, in welcher Partei du spielen möchtest. Dann kriegen wir das alles hin. Wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns auf die DS6 mit dir und bis bald.